Hochgelobt und angebetet sei das heiligste Herz Jesu im allerheiligsten Sakrament des Altares, von nun an bis in Ewigkeit. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Jesus, wir danken dir, dass wir heute das Hochfest deines heiligsten Herzens feiern dürfen. Und so legen wir die ganze Welt, die ganze Menschheit in dein heiligstes Herz. Deine Seitenwunde ist uns ein Zufluchtsort. Und diese Wunde erzählt uns von deiner unendlichen Liebe. Und diese Liebe dürfen wir jetzt im Kreuzweg wiederum betrachten. Und ihr wisst, liebe Freunde, der Herr hat der heiligen Faustina oder durch die heilige Faustina der Welt diese besondere Gnadenstunde geoffenbart. Jeden Tag um 15 Uhr, das ist die große Stunde, die Stunde der Gnade, wo wir alles für uns und für die Welt erbitten dürfen. Erste Station, Jesus wird zum Tode verurteilt. Wir beten dich an, o göttliches Herz Jesu, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Nie gab es einen unschuldigeren Angeklagten als Jesus, den du im Gericht vor Pilatus siehst. Selbst der argwöhnische Heide findet keine Schuld an ihm, und dennoch verurteilt er ihn zum schimpflichen Kreuzestod, um den rachsüchtigen Juden zu gefallen. Was mag Jesu Herz bei diesem Urteil empfunden haben, dieses Herz, das das ganze himmelschreiende Unrecht so tief verstand und erkannte? Ungerecht verurteiltes Herz Jesu, ich falle nieder vor dir und bete dich an und will sühnen alle Verkennung und ungerechte Verurteilung, die du durch die Sünder immerfort erfährst. Um deines Todesurteils willen sei mir barmherzig im Gericht und wende das Urteil des ewigen Todes gnädig von mir ab. Jesu Herz, lass deine Wunde einst in meiner Todesstunde meiner Seele Zuflucht sein. Zweite Station, Jesus nimmt das schwere Kreuz auf sich. Wir beten dich an, o göttliches Herz Jesu, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Das Kreuz galt in jener Zeit als Galgen, als entehrendste Todesstrafe. Kein römischer Bürger durfte gekreuzigt werden, sondern nur der Sklave und Ausländer. Und gerade diese schmachvollste aller Todesarten wurde für Jesus bestimmt, um ihn so unter die Zahl der niedrigsten Verbrecher zu versetzen. Was mag sein hochedles Herz beim Anblick und Umfangen des Kreuzes empfunden haben? Ja, wahrhaftig, er ist unter die Missetäter gerechnet worden. Herz Jesu, vom Mutterschoß an warst du vom Verlangen durchglüht, stets den Willen des Vaters zu erfüllen. Mochte er auch noch so Schweres von dir fordern. In dieser Leidensstunde verlangt er das Allerschwerste. Aber auch hier sprichst du wie im Ölgarten,
Vater, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Gib auch mir eine solche Übereinstimmung mit dem Willen des Vaters, besonders wenn Leiden und Verdemütigungen mich treffen. Jesu Herz, lass deine Wunde einst in meiner Todesstunde meiner Seele Zuflucht sein. Dritte Station. Jesus fällt das erste Mal unter der Last des Kreuzes. Wir beten dich an, o göttliches Herz Jesu, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Der göttliche Königssohn liegt unter dem Galgenholz des Kreuzes im Straßenschmutz hingestreckt. Kannst du eine größere Demütigung ausdenken? Ihm gebührt eine Königskrone und ein Königsthron, und nun liegt er da wie der elendste Auswurf der Menschheit. Was mag sein Herz dabei gefühlt haben? Wie schwer ist es ihm doch geworden, unseren Stolz zu büßen und die Notwendigkeit der Demut uns so erschütternd zu predigen. Herz Jesu, mit Schmach gesättigt und erniedrigt, wo du liegst, dort müsste ich Sünder liegen. Wie sehr muss ich bei deinem jammervollen Anblick meinen Stolz und jede Selbstüberhebung verabscheuen, die dir eine solche Verunehrung bereitet haben. Dein Beispiel soll mich aber jetzt wirksam aneifern, die Demut mir anzueignen. Sei du mir Lehrmeister. Jesu Herz, lass deine Wunde einst in meiner Todesstunde meiner Seele Zuflucht sein. Ich
Vierte Station. Jesus begegnet seiner heiligen Mutter. Wir beten dich an, o göttliches Herz Jesu, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Je zarter die Liebe, umso tiefer der Schmerz. Jesus und Maria haben sich oft in die Augen geschaut. In Bethlehem und Nazareth war es stets eine Seligkeit, denn in diesen Blicken sprach sich das ganze Meer der Liebe ihrer Herzen aus. Auch hier auf dem Kreuzweg ruhen ihre Augen ineinander. Welch ein Wiedersehen, wie es brennt und schneidet durch ihre Herzen. Verwundetere Herzen hat die Erde nie getragen. Und doch, Jesus geht mit seinem Kreuz weiter, an seiner Mutter vorüber nach Golgotha, für mich. Liebreiches Herz Jesu, was hast du nicht alles für mich zum Opfer gebracht? Deine Ehre, deine Gesundheit, dein unendlich wertvolles göttliches Leben, alles hast du hingegeben. Und hier auf dem Leidensweg willst du auch den herbsten Schmerz für ein Kinderherz in der Trennung von deiner innig geliebten Mutter aus Liebe zu mir verkosten. Möge doch dieses ergreifende Beispiel mich dazu bringen, dass mir kein Opfer mehr zu schwer wird für dich, du einzig treues Herz meines Erlösers. Jesu Herz, lass deine Wunde einst in meiner Todesstunde meiner Seele Zuflucht sein. Fünfte Station. Simon von Cyrene hilft Jesus das Kreuz tragen. Wir beten dich an, o göttliches Herz Jesu, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Siehe, Jesus braucht Hilfe beim Kreuztragen. Wie mag sein Auge bittend umhergewandert sein, von einem zum anderen in der gaffenden Zuschauermenge, ob nicht jemand komme und willig mitleidig ihm helfe. Doch es fand sich keiner. Ein Arbeitsmann namens Simon wurde schließlich von den Henkern gezwungen, am schweren Kreuz tragen zu helfen. Ein neuer Schmerz für Jesu Herz. Es tut so weh, so sehr weh, in tiefem Leid gar keine Teilnahme gerade von denen zu finden, für die man das Leiden erträgt. Undank trifft ein fühlend Herz gerade dann am schärfsten. Jesu Herz hat das gar sehr empfunden. Mit Undank belohntes Herz Jesu, du trägst immer noch das Kreuz und trägst es immer noch ganz allein. Welch ein beneidenswertes Los muss es sein, dir deine Leidenslast zu erleichtern und dadurch am Kreuzessegen teilzunehmen. Ich möchte mich dir anbieten. Lass mich dein Gefährte sein. Ich will mit dir fühlen und durch das Tragen meiner Last
dir die Kreuzeslast erleichtern, die du an Beleidigungen im Tabernakel immerfort noch erdulden musst. Dort gehst du den eucharistischen Kreuzweg durch die Jahrhunderte weiter, dass sich doch viele Simon von Cyrene dir dort anbieten möchten. Jesu Herz, lass deine Wunde einst in meiner Todesstunde meiner Seele Zuflucht sein. Sechste Station. Veronika reicht Jesus das Schweißtuch. Wir beten dich an, o göttliches Herz Jesu, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Endlich findet sich eine barmherzige Seele, die unbekümmert um die große Menge dem Heiland dient. Veronika war zweifellos eine mutige Frau, die ihre fromme Gesinnung energisch zur Tat werden ließ. Das sind Seelen, wie Jesus sie liebt. Nur schade, dass sie auch heute so selten sind wie damals auf dem Kreuzweg des Herrn. Siehe, mein Jesus dankt. Sein Bild gibt er Veronika. Eine Darstellung seiner grenzenlosen Liebe. Veronika wird dieses Bild hoch in Ehren gehalten haben. Es hat sie zur Heiligkeit geführt. Herz Jesu, ich bitte um dein Bild, aber präge es mir nicht auf ein Tuch oder Papier ein, nein, präge es unauslöschlich klar und wahr meinem Herzen ein. Für dich will ich leben, arbeiten, leiden und einst sterben. Und für alles das werde mir als einziger Lohn die Gnade, dass ich das Bild deines göttlichen Herzens in meinem Herzen trage, dass mein Herz sein getreues Abbild sei. Jesu Herz, lass deine Wunde einst in meiner Todesstunde meiner Seele Zuflucht sein.
Siebte Station. Jesus fällt das zweite Mal unter der Last des Kreuzes. Wir beten dich an, o göttliches Herz Jesu, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Dort stürzt der Heiland abermals zur Erde und liegt im Staub, ein Bild des Jammers und des Elends. Die rohe Menge ringsum lacht, höhnt und spottet, die Henker fluchen und schimpfen. Unter Schlägen und Stößen wird Jesus emporgezerrt und weitergetrieben. Wie zittert und zuckt sein armes Herz während dieser Misshandlung und furchtbaren Gotteslästerung. Alle diese höhnenden und spottenden Menschen müssten niederknien und ihn anbeten. Welch ein Verbrechen liegt in ihrem Spott gegen Jesus. Verkanntes und verachtetes Herz meines Jesus, wie tief schmerzt es mich, dass du auch heute noch immer so viel Lieblosigkeit unter den Menschen erfährst. Wie klein ist die Zahl derer, die dich aufrichtig lieben und verehren. Wie groß die Zahl derer, die dich gleichgültig und geringschätzend behandeln, ja dich verhöhnen und deine Gottheit leugnen. Möge doch bald die Zeit kommen, wo die ganze Welt dich erkennt und anbetend vor deinen Altären niedersinkt. Jesu Herz, lass deine Wunde einst in meiner Todesstunde meiner Seele Zuflucht sein. Achte Station. Jesus tröstet die weinenden Frauen von Jerusalem. Wir beten dich an, o göttliches Herz Jesu, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Ein bisschen Mitleid findet Jesus doch auf seinem Leidensweg. Erst war es Veronika, hier ist es ein Häuflein trauernder Frauen, die ihre Teilnahme Ausdruck geben. Er nimmt dieses Mitgefühl dankbar an, zeigt uns aber in seinen Worten, dass sein Herz auch in diesem tiefen Weh sich mehr mit dem Unglück der Menschen als mit dem eigenen beschäftigt. Sein Herz fühlt für andere stärker als für sich selbst. Zartes und gefühlvolles Herz meines Jesus, lehre mich wahres Mitleid tragen mit deinen Leiden und Schmerzen. Gib mir auch ein teilnehmendes und gefühlvolles Herz gegen alle leidgeprüften Menschen. Gib, dass ich mich in die Lage der Kranken und Bedrängten gern hineinfühle und mit aufrichtigem Eifer zu trösten und zu helfen suche, wo immer ich kann. Nur so werde ich deinem erbarmungsvollen Herzen ähnlich. Jesu Herz, lass deine Wunde einst in meiner Todesstunde meiner Seele Zuflucht sein. Neunte Station.
Jesus fällt zum dritten Mal unter der Last des Kreuzes. Wir beten dich an, o göttliches Herz Jesu, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Die Verunehrung Jesu nimmt kein Ende. Schon wieder liegt er schmerzlich hingestürzt am Boden. Siehe, wie das Blut aus seinen Wunden träufelt, wie es die Straße rötet und den Weg anzeigt, den er gegangen ist. Es ist göttliches Blut, das die ganze Welt erlöst und aller Anbetung würdig ist. Aber die Menschen treten darauf und eilen achtlos darüber hinweg. Nur Scharen heiliger Engel knien unsichtbar umher, um es anzubeten und aufzusammeln. O kostbares Blut, aus dem Herzen Jesu geflossen, ich bete dich in tiefster Ehrfurcht an. Du bist der Preis meiner Erlösung. Unter wie viel Schmerz und Weh hat mein Jesus dich für mich dahingegeben. Darum will ich dich auch tief verehren und preisen. Und mein ganzes Leben soll ein Dankgebet werden für das göttliche Blut, diese höchste Gabe des göttlichen Herzens. Jesu Herz, lass deine Wunde einst in meiner Todesstunde meiner Seele Zuflucht sein. Thank you.
Zehnte Station. Jesus wird seiner Kleider beraubt. Wir beten dich an, o göttliches Herz Jesu, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Eine neue Geißelung wird am Heiland auf Golgotha vorgenommen, indem die Wunden der früheren Geißelung durch das Abreißen der Kleider erneuert werden. Welche Qual durchbebt seinen heiligsten Leib? Wie viel größere noch sein göttliches Herz, dessen heiligste, reinste und zarteste Gefühle bei dieser schmerzlichen Entkleidung auf das roheste verletzt werden. Wie furchtbar büßt Jesus für alle Sünder der Weichlichkeit und Sinnlichkeit, und wie erschütternd predigt er hier die Notwendigkeit der Abtötung. Dein Bußkleid, o göttlicher Heiland, besteht aus Wunden und Blut. Wenn ich dich in diesem Gewand schaue und daran denke, dass es eine Offenbarung der Bußgesinnung deines göttlichen Herzens ist, dann fühle ich mich tief beschämt, weil ich dir an innerer und äußerer Buße so ganz unähnlich bin. Herr, gib mir Mut, dass ich ernstlich den Weg der Buße beschreite, damit ich zur Reinheit und zur Treue in deinem Dienst gelange. Jesu Herz, lass deine Wunde einst in meiner Todesstunde meiner Seele Zuflucht sein. Elfte Station. Jesus wird ans Kreuz genagelt. Wir beten dich an, o göttliches Herz Jesu, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Das Kreuz ist das häufigste und eindrucksvollste Bild. Es kann uns in der Tat nicht oft genug vorgestellt werden, was der Sohn Gottes, gedrängt durch die Liebe seines Herzens, für uns getan hat, wie er Ehre, Würde, Blut und Leben unter Weh und Not auf dem Kreuzaltar zum Opfer gebracht hat. Das ist sein Opfer, und er hat es absichtlich so erschütternd ausgeführt, um uns die Notwendigkeit des Opferbringens eindringlich klar zu machen. Das Opfer ist und bleibt hier auf Erden der einzige Prüfstein wahrer Gottesliebe. Treuestes Herz Jesu, wie stark ist doch deine Liebe! Möchte ich doch mich aufraffen und mit ganzer Entschlossenheit mich für dich entscheiden. Hilf du mir, dass ich mich selbst auf das Kreuz meiner Pflicht festnagele, meine guten Vorsätze beharrlich ausführe und ganz treu in deinem Dienst erfunden werde. Jesu Herz, lass deine Wunde einst in meiner Todesstunde meiner Seele Zuflucht sein.
Zwölfte Station. Jesus stirbt für uns am Kreuz. Wir beten dich an, o göttliches Herz Jesu, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Es genügt dem Heiland noch nicht, das schreckliche Kreuz zu tragen. Er gewinnt es um unser Willen so lieb, dass er sich daran festnageln, unzertrennlich damit verbinden lässt, um es lebend nicht mehr zu verlassen. Wie gründlich ist sein Herz in allem, was es aus Liebe zu uns unternimmt, gründlich besonders auch im Leiden. Es kennt keine Halbheit, kein Zagen und Schwanken. Die Liebe drängt es, sich bis zum Äußersten für uns dahin zu geben. Die Nägel in Händen und Füßen sind wie unauslöschliche Siegel seiner Liebe zu uns. Gekreuzigter Heiland, du predigst mir vom Kreuz herab immerfort noch deine Lehre: Wer nicht allem entsagt, was er besitzt, kann nicht mein Jünger sein. Wie du alles aus Liebe zu uns dahingegeben hast, so sollen auch wir bereit sein, allem zu entsagen, was uns hindert, dich über alles zu lieben. Gib uns, Jesus, etwas vom Opfergeist deines Herzens, damit wir für dich leben, der du so schmerzlich für uns gestorben bist. Jesu Herz, lass deine Wunde einst in meiner Todesstunde meiner Seele Zuflucht sein. Thank you.
reizende Station. Jesus wird vom Kreuz herabgenommen und in den Schoß seiner Mutter gelegt. Wir beten dich an, o göttliches Herz Jesu, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Nun ruht Jesus wieder im Schoß Mariens. Auch in Bethlehem und Nazareth hat sie ihn auf ihren Schoß gebettet. Aber welch ein Unterschied zwischen damals und jetzt. Dort war er der Schönste unter den Menschenkindern. Hier ist er ein blutiger, zerrissener Leichnam. Mit wie viel Recht kann Maria unter dem Kreuz die Worte ausrufen: Ihr alle, die ihr vorübergeht, seht, ob ein Schmerz gleich ist meinem Schmerz. Hier kannst du es sehen: Je näher bei Jesus, umso größer der Schmerz. Göttlicher Heiland, mit inniger Teilnahme gedenke ich der bitteren Stunden, die das Herz deiner reinsten Mutter bei deinem Kreuz durchkostet hat. Wenn du solches Weh selbst über dieses dir so ganz ergebene Mutterherz kommen ließest, dann muss ich daraus erkennen, wie wertvoll das geduldig aus Liebe zu dir ertragene Leiden deinem Herzen ist. Auf die Fürbitte deiner reinsten Mutter gib auch mir Starkmut und Geduld im Leiden. Jesu Herz, lass deine Wunde einst in meiner Todesstunde meiner Seele Zuflucht sein. Vierzehnte Station: Jesus wird ins Grab gelegt. Wir beten dich an, o göttliches Herz Jesu, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Jesus hat sein Werk vollendet. Der Tod war für ihn die Pforte zur Ruhe und zum Frieden. Und kein Schmerz kann je wieder die Seligkeit trüben, die sein göttliches Herz nun erfüllt. Arbeit, Schmerz und Not gingen vorüber. Aber Arbeitssegen und Leidenssegen sind ihm geblieben. Und gerade die schmerzlichsten und bittersten Stunden seines irdischen Lebens sind jetzt die Quellen reinster Freuden für ihn. So soll es auch bei mir sein, durch Kreuz zum Sieg, durch zeitlichen Schmerz zum ewigen Glück. Verklärtes Herz meines Jesus, lenke meine Gedanken und meine Sehnsucht oft zu dir himmelwärts. In Sorgen, Mühen und Leiden will ich mich mit deiner Grabesruhe und glorreichen Auferstehung trösten und ermutigen. So soll ja auch meine Vollendung sein. Mögen die Jahre meiner irdischen Pilgerschaft, wenn sie auch reich an Bitterkeiten und Leidensstunden seien, zum Land des Friedens führen, zum seligen Beisammensein mit deinem heiligsten Herzen. Jesu Herz, lass deine Wunde einst in meiner Todesstunde meiner Seele Zuflucht sein.
Jesus, wir danken dir, dass wir jetzt diesen Kreuzweg gehen durften, um einen Blick in dein göttliches Herz zu werfen. Hier bei uns in Tirol hat die Herz-Jesu-Verehrung eine lange Tradition und ist tief verwurzelt im Leben der Gläubigen. Zumindest war es einmal so und soll es wieder ganz neu werden. Denn als alles da niederlag, der Glaube, die Moral, da haben Missionare das Bild des Heiligsten Herzens Jesu in alle Pfarreien gebracht, in alle Familien. 10 Jahre lang sind sie in allen Tälern, durch alle Dörfer gezogen, haben gepredigt, haben das Heiligste Herz Jesu gebracht und die Familien dem Heiligsten Herzen geweiht. Und dann, nach 10 Jahren, haben sie wieder von vorne begonnen. Und es kam zu einem unglaublichen geistigen Aufblühen, sodass man das Land Tirol das heilige Land Tirol nannte. Alles hat begonnen mit der Herz-Jesu-Verehrung. Auch als Napoleon mit seinen Truppen anrückte und die Gefahr sehr groß war, dass er auch in Tirol einfällt, hat man sich wieder ganz neu dem Herzen Jesu geweiht und dem Herzen Jesu Treue geschworen und gelobt, was bis zum heutigen Tag Jahr für Jahr erneuert wird. Und so wollen auch wir jetzt uns diesem heiligsten Herzen Jesu weihen. Es ist dies ein Weihgebet, ein Auszug aus einem Weihgebet von Papst Leo XIII. Herr Jesus Christus, du mein Erlöser, ich weihe mich heute ohne Vorbehalt deinem göttlichen Herzen. Ich weihe dir meinen Leib und meine Seele mit all ihren Fähigkeiten, überhaupt mein ganzes Sein. Ich weihe dir alle meine Gedanken, meine Worte und Werke, meine Leiden und Sorgen, meine Tröstungen und Freuden. Wo immer ich im Alltag stehe und was immer ich tue, auf dich setze ich mein ganzes Vertrauen. Verfüge über mich nach deinem Wohlgefallen, denn du weißt, was für mich und die meinen am besten ist. Von deiner unendlichen Barmherzigkeit erhoffe ich die Vergebung all meiner Sünden. Ich will dich lieben und ehren und so gut ich kann die Verehrung deines heiligsten Herzens fördern. So will ich lebendig mit dir vereint bleiben, bis ich dich einst besitzen darf im Himmel. Dann werde ich das unendliche Erbarmen deines göttlichen Herzens preisen, in alle Ewigkeit. Amen. Sacramento, vena dimine.
panem de celo prestidis diis. Omne delectamentum in si habentem oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili passionis tue memoriam reliquisti tribo equisumus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tue fructum in nobis iugit essentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Mit deinem